Und der erste Redner ist jetzt am Weg zum Rednerpult. Es ist Rainer Wimmer, er ist Vorsitzender der Gewerkschaft ProG. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, meine sehr geschätzten Damen und Herren, ich möchte zur Abschaffung des Sonderunterstützungsgesetzes Stellung nehmen und möchte gleich festhalten, dieser Akt ist ein klassischer Sozialabbau, meine sehr geschätzten Damen und Herren, für eine ganz kleine Arbeitnehmergruppe. Sie machen es immer so, wenn es um Arbeitnehmer geht, meine sehr geschätzten Damen und Herren der Regierungsfraktion, Sie greifen die Arbeitnehmer von hinten an. Ich weiß nicht warum, aber das ist offensichtlich jetzt gang und gäbe, weil warum machen Sie das nicht mit einem ordentlichen parlamentarischen Prozess? Sie machen diese Abschaffung mit einem Initiativantrag. Ohne Betroffene, ohne Interessensvertretung, nicht einmal die Arbeitgeber haben es dabei gehabt, weil die wurden auch nicht informiert, zumindest unsere Arbeitgeber haben uns das gesagt, ohne Diskussion und ohne Begutachtung, meine sehr geschätzten Damen und Herren. Und heute ist schon sehr viel gesprochen worden über Demokratie und über Parlament. Ich sage Ihnen, diese Vorgehensweise, die Sie bei dieser Änderung jetzt machen, ist in Wirklichkeit letztklassig. Um was geht's? Es geht in Wirklichkeit um 600 Betroffene, es geht um 600 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, es geht um 600 Bergleute, meine Damen und Herren. Bergleute, die harte Arbeit in den Bergwerken leisten, bei Kälte, bei Hitze, bei Staub, bei Dreck. Und gängen Sie mal in einen Bergwerk, gängen Sie am Erzberg, schauen Sie sich das an, gängen Sie in einen Salzberg, schauen Sie in ein Magnesitwerk hinein, gängen Sie nach Breitenau. Und meine sehr geschätzten Damen und Herren, die fahren nicht eine in den Grum und diskutieren dann mit einem weißen Hemd. Nein, die arbeiten und schaffen dort, darin werden das Wasser rein und hinten rinnt es wieder raus. Und gegen diese Arbeitnehmergruppe, gegen sie hier, geben sie ganz massiv vor. Und ich sage Ihnen, das ist nicht gerecht, das ist in Wirklichkeit absolut untragbar, was Sie hier machen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und das ist eine Klientelpolitik, das ist eine klassische Klientelpolitik, weil das kann so nicht sein. Wir beobachten das ja schon seit einiger Zeit und ab und zu habe ich den Eindruck, Sie haben richtig Spaß daran, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu demütigen. Das haben wir gesehen beim 12-Stunden-Tag, das haben wir beim Karfreitag gesehen, das haben wir bei der letzten Plenarsitzung gesehen, wo Sie die angestellten Arbeiterregelung wieder verschoben haben. Wenn aber die Bauern nur pfeifen oder wenn die Wirtschaft nur ein bisschen schreit, dann schütten sie das Füllhirn aus. Und meine sehr geschätzten Damen und Herren, das ist absolut nicht in Ordnung. Und noch etwas. Und die machen halt ganz, ganz, ganz was Schlimmes. Und da schaue ich jetzt zu der grünen Fraktion, weil ich absolut nicht verstehe, warum sie da dabei seid und warum sie da den Steigbügel halt macht. Wir werden heute, das heißt Sie werden heute, mit dem Gesetz in Betriebsvereinbarung und in die Sozialpläne eingreifen. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben, dass das Parlament das macht. Das ist wirklich ein Tabubruch. Und Markus Kotzer, ich sage dir was, mir kommt vor, ist jetzt wirklich von den guten Geistern verlassen, weil sowas kann man einfach nicht machen. Das war doch ein Grundkonsens, das war ein Grundkonsens, da wir gesagt haben, ein Sozialplan ist eine Ausmachung, ist ein Vertrag zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitgebern, aber hat mit dem Parlament absolut nichts zu tun und diesen Tabubruch machen Sie heute. Und Herr Arbeitsminister, ich sage Ihnen, Sie behandeln, wenn Sie das heute wirklich so mittragen, die 600 Bergleute, die es in Österreich nur gibt, es gibt eh nicht mehr, Sie behandeln die wie Menschen zweiter Klasse und das ist wirklich eine ganz große Schande. Applaus.